Bis dahin sag ich Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski. Ich glaube, ich komme wirklich ein bisschen pummelig im Fernsehen rüber, wenn ich mal so gucke. Guck mal hier. Das ist schon wirklich. Also ich meine, ich habe auch wirklich schon, also schon, weiß ich nicht, 10 Kilo, schon Ranse, ne? 10 Kilo habe ich bestimmt zu viel. Willst du mal? Wir machen doch, ich weiß was. Ich weiß, was wir machen. Ja. Wir machen, du musst, Hagenbeck muss. Nein, nein, hätte ich doch bloß meine Fresse gehalten. Hagenbeck muss, 10 Kilo. Was? Du hast sogar 10 Kilo gesagt? Ja, aber das war doch nur so ein Spruch. Hagenbeck muss 10 Kilo abnehmen. Du hast ja jetzt 2 Monate Zeit, oder? 2 Monate? Wie viel willst du? 2 oder 2,5, 3? Wie viel willst du? Muss ich das wirklich machen jetzt? Hagenbeck muss. Oh, nee. 2 Kilo? 2 Kilo. Okay, 2 Kilo? 2 Kilo in 10 Monaten, nee. 10 Kilo in 2 Monaten. Echt jetzt? Ja, machst ein bisschen Sport, stellst dann um, stellst dann deine Ernährung um und gehst ein bisschen öfter auf Toilette. Fertig. Na gut, das Problem, nee, mal ganz ehrlich, das Problem ist, ich bin ja auch noch ein bisschen berufstätig nebenbei, ne? So, und ja, du musst ja währenddessen nicht essen, oder bist du Koch? Ja, nee, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Hagenbeck muss 10 Kilo abnehmen in 2 Monaten. Zack. Zurück zur Werbung. Wie geil ist das denn? Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hagenbeck muss hier bei Schoki Banoki New Television. Ich muss 10 Kilo abnehmen, so hat es der Herr Ehlert festgelegt. Ich freue mich sehr. Und warum ich jetzt hier in einer Arztpraxis sitze, das erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Ja, ich bin jetzt hier in der Praxis beim Carsten Kutscher. Hallo Carsten. Danke, dass du dir die Zeit für mich genommen hast und meinen Hilferuf erhört hast. Ja, wenn ihr euch wundert, warum der Carsten so locker ist, das ist er immer. meistens. Wir kennen uns nämlich schon seit ein paar Jahren, kann man mittlerweile sagen. Ne? Wir hatten mal schon mal ein bisschen miteinander zu tun gehabt, ein paar Projekte sozusagen gemacht. Und deswegen duze ich jetzt hier meinen Arzt. Das ist eine sehr neue Erfahrung für mich. Ich duze ihn aber auch und das ist völlig normal. Ja, ich möchte gerne gesiezt werden. Geht gerne, das? Herr Hagenbeck, kein danke, Problem für mich. Sehr. Ja, Carsten. Entschuldigung. Carsten, ja, ich würde ja gerne, oder vielmehr, ich wurde ja gezwungen abzunehmen. Das ist auch sehr sinnvoll, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also, ihr seht schon, er nimmt natürlich kein Blatt vor den Mund, ist ja auch richtig so. Definitiv nein. Das Erste, womit er mich eben begrüßt hat, als ich zur Tür reinkam, ist jetzt kein Witz, und dann sagt er, ja, du hast es auch nötig. Ne? Das sieht man. Ja, Carsten, ich muss mindestens 10 Kilo abnehmen, aber wir haben ja festgestellt, 10 Kilo langt eigentlich nicht. Ich muss ein bisschen mehr abnehmen. Mhm. Jetzt wollte ich, bevor ich loslege und irgendwas mache, also Stichwort Ernährungsumstellung, Stichwort Sport, wo ich ja eigentlich gar keine Zeit zu habe, wollte ich jetzt erstmal einen Arzt konsultieren und fragen, wie macht man das? Geht man da einfach so drauf los und fängt einfach an oder muss man vorher, weiß ich nicht, seinen Body Mass Index berechnen oder seinen Blutdruck messen lassen oder muss man erstmal auf Toilette gehen? Gut, und ich weiß es einfach nicht. Vielleicht kannst du mir helfen. Also Marc, das Problem ist bei der ganzen Geschichte, dass du dir jetzt mit mir oder ich mir wahrscheinlich in der Menschenmasse der Berufsabnehmmedizin, Ökotrophologenwolke unter Umständen durchaus Feinde mache, wenn ich sage, brauchst du eigentlich alles gar nicht. Oh. Ja. Also abnehmen ist eigentlich ganz einfach. Man muss nur nichts mehr essen. Habe ich ja eben schon mal gesagt. Stell das Essen ein und du nimmst ab. Automatisch. Andererseits... Das ist ja einfach. Ja, das ist stinkeinfach. Ich esse einfach nichts mehr. Leute! That's life. Na, warte mal. Stopp. Du kannst auch das Gegenteil machen. Du kannst auch ausprobieren, dass du einfach zu viel isst. Also einfach so 5 Tafeln Schokolade, 2 Pizzen, einen großen Kakao dazu. Das ist gut, ja. Dann nimmst du zu. Ach so. Ja, das ist das Problem. Und irgendwo zwischen dem Kakao, Schokolade, Milchshake, was auch immer, ist auf der anderen Seite das Nichtsessen und irgendwo dazwischen ist der Punkt, wo du weder zu noch abnimmst. Logisch, oder? Weil unten nimmst du ab, oben nimmst du zu, also irgendwo dazwischen ist der Punkt, wo du weder zu noch abnimmst. Wenn du also weniger als diesen Punkt zu dir nimmst, nimmst du automatisch ab. Okay. Logisch, oder? Ja, ja. Alles klar. Also, wenn du weniger Kalorien zunimmst, als dein Körper verbraucht, nimmst du ab. Mhm, das verstehe ich. Jetzt geht's weiter. Die nächste Frage ist, wie ermittle ich diesen Punkt?
Das fängt man eigentlich an, wenn man Zeit hat, mit so einem Essenstagebuch. Man schreibt auf, wie viel nehme ich zu mir, wie viel esse ich am Tag. Dann kann man das einmal zusammenzählen, schreibt dann immer sein Gewicht auf und auf die Art und Weise findet man den Punkt, okay, mit der Kalorienmenge nehme ich zu, mit der nehme ich ab. Das ist jetzt einfach nur Kalorien erstmal. So, wenn du also weniger Kalorien zu dir nimmst als diesen Punkt oder wenn du diesen Punkt nach oben schiebst, hast du die Möglichkeit, Gewicht zu reduzieren. Also du musst nicht nichts essen, du musst nur weniger essen, als du in dem Moment brauchst. Logisch, okay. Oder? Okay, ja, so, jetzt gibt es da die Leute, die ankommen, ich esse doch sowieso nur wie ein Spatz. Das ist, Leute, ich esse auch nur einen Salat. Ist halt ein sehr großer Spatz, das muss man dazu sagen. Ja, also wenn du ein großer Spatz bist und sehr viel zu dir nimmst, ja, nur den Salat. Nur ein Salat ist ja auch so eine Sache an sich. Salat mit bisschen schön Dressing obendrauf. Ja, Joghurt, schön. Ein bisschen streifendem Fleisch obendrauf, ja, so lecker. Und dazu natürlich ein Weizenbier. Ist ja isotonisch und gesund. Ne? So ja, sagte man. Da nimmst du zu. Ach so. Punkt aus. Das ist zu viel. Also bei Bier nehme ich wirklich zu, weil ich habe immer mal wieder gehört, ah, das stimmt alles gar nicht, Bier kannst du ruhig trinken. Okay. Pass auf, wenn du genug Bier zu dir nimmst, dass dir tierisch schlecht wirst und du alles wieder rausbrichst. Ja. Dann das nimmst ist ein du normales Wochenende bei mir so. Genau, da nimmst du nicht zu. Ja, das glaube ich nicht, weil nee, das Problem ist die Currywurst. Aber da reden wir gleich ja nochmal drüber. Also Bier nimmt natürlich, Bier hat Kalorien ohne Ende. Ja, also Alkohol generell hat Kalorien ohne Ende. Bier ist zwar für den Bayern an sich gesund, aber auf unserer Seite des Weißwurst-Äquators ist das vielleicht nicht ganz so. Bei uns der Wein ja eher in, hat auch Alkohol, nimmt man auch von zu. Also auch der trockene Wein ist jetzt nicht so toll, aber auch da rede ich jetzt nur von den Kalorien. Ja, ich rede auch nicht von gesund und gar nicht, ich rede nur von Abnehmen generell. Ja. So. Also du willst abnehmen. Ja? Das heißt, du musst entweder die Stelle, auf der du dich befindest, deine Stoffwechselstelle nach oben schieben. Das schaffst du zum Beispiel mit... Ich kann es nicht sagen. Genau, sagen. Schaffst du zum Beispiel mit Sport. Böse S-Wort. Genau, S ist immer schlecht, also S ganz schlecht. Heutzutage darf man das gar nicht mehr sagen, das geht ja nicht. Aber abgesehen davon, also wenn du Sport machst, wird diese Schwelle, also dein Verbrauch, hochgesetzt. Ja. Wenn du also dieselbe Menge zu dir nimmst und nur mehr Sport machst, nimmst du logischerweise ab. Hm. Ja? Die jetzt, die unbedingt anfangen wollen zu rauchen, das geht auch. Gell? Wenn du anfängst zu rauchen, nimmst du ab. Irgendwann wegen dem Lungenkrebs, weil Lungenkrebs fordert so viel, dass du dann wirklich abnimmst. Dann ist nur noch... bis du weg bist. Deshalb ist Rauchen vielleicht nicht die ideale Lösung. Aber Sport, das ist eine gute Methode. Also mit Sport kannst du tatsächlich es schaffen, den Grundumsatz hochzusetzen. Das kann man auch medikamentös machen. Also es gab eine Zeit lang mal diese Mädels, die dann irgendwelche Pillen geschluckt haben, wo viel Schilddrüsenhormone und sowas drin waren. Ja. Das Schilddrüsenhormon hebt den Umsatz, dadurch wird dann diese Schwelle nach oben geschoben und du kannst tatsächlich etwas mehr essen. Und die brauchen dann keinen Sport zu machen dafür. Ja, bis sie dann tot umgefallen sind, weil die Herzfrequenz hochgesetzt wird, weil der Blutdruck sich verändert, ist ziemlich gefährlich. Würde ich nicht tun. Okay, darfst du nicht tun. Kinder weghören darf man nicht tun, nur so am Rande. Das lassen wir. Ja. Also, die zweite, Moment mal zur zweiten Methode, weil Sport fällt für ihn ja wahrscheinlich ziemlich auf. Ja, wir werden mal sehen. Okay, so richtiger Sport, naja, egal. Übrigens, muss ganz schön viel Fahrrad fahren für eine Praline, nur so am Rande. Aber egal, also um das zu erreichen, ist die zweite Methode halt weniger essen. Jetzt sind wir bei dem, was gesund oder ungesund ist. Weiß ich nicht. Also es gibt unendlich viele Ärzte auf dieser Welt und Ökotrophologen, was immer die alle sagen, das ist gesund und das ist ungesund. Ja. Ja? Ich glaube einfach, gesund ist das, was irgendwie ein bisschen ausgewogen ist und was uns all das gibt, was wir brauchen. Ja, alles, was wir zu wenig zu uns nehmen, führt zu einem Mangel. Aber wenn wir abnehmen wollen, führen wir immer einen Mangel herbei, sonst würden wir nicht abnehmen. Ja, also abnehmen an sich kann definitiv eigentlich gar nicht so gesund sein. Die Frage ist also, was ist mir wichtiger? Ist es wichtiger, dass ich abnehmen muss, weil alles andere weniger gesund ist? Also, wenn ich sehr kräftig bin, ja, so ein bisschen Bäuchlein habe, vor allem so um den Bauchbereich tatsächlich rum, dann ist das ein Risikofaktor für das Kreislaufsystem. Das heißt, die Gefahr, einen Herzinfarkt zu kriegen, steigt. Logisch. Mhm. Die Gefahr, Blutdruck, dass der Blutdruck nach oben schießt und dann wieder für das Kreislaufsystem gefährlich ist, steigt. Die Gefahr, dass du Diabetes entwickelst, je mehr Fettzellen du hast, desto mehr Insulin braucht der Körper, desto mehr muss die Bauchspeicheldrüse arbeiten. Also die Gefährdung der Fettmasse führt auch wiederum dazu, dass du Zucker entwickelst, was dann wiederum auch nicht so wahnsinnig gesund ist. Ja? Das heißt, im Endeffekt ist die Frage nur, muss ich abnehmen?
weil ich eine Wette laufen habe? Oder muss ich abnehmen, weil ich gerade sehr ungesund bin oder weil ich keine Frau abkriege? Muss man auch mal so sehen. Das heißt, die sind die drei Möglichkeiten, warum ich abnehmen will als Mann. Bei Frauen ist es ja anders. Okay. So, wenn ich also abnehmen möchte, wie schaffe ich es einigermaßen gesund abzunehmen, ohne mir mehr anzutun, als ich tatsächlich durch das Fettsein, durch das Dicksein, durch das zu viel haben meinem Körper antue? Das ist eine entscheidende Frage. So, und deshalb, gesund abnehmen geht gar nicht. Man kann nur dadurch, dass man abgenommen hat, eventuell gesünder sein, aber das Abnehmen an sich ist eigentlich ein Mangelzustand. Also wenn man überlegt, wo das herkommt, abnehmen und zunehmen ist in der Entwicklung des Menschen in den letzten 60.000 Jahren ständig der Fall gewesen. Wir haben einen Mammut gefangen, ja, dann hat man mal eine Zeit lang, haben uns die Bäuche vollgeschlagen, haben zugenommen, haben gut gefressen. Ja. Ja. Dann war danach der Hunger, dann hat unser Körper auf Hungersnot geschaltet, hat also die gesamte Energie benötigte Menge runtergefahren, sodass man mit ein bisschen Gras, das man noch am Rand gefunden hat, eben nicht mehr weiter abgenommen hat, dass das Fett erhalten blieb. Man hat erstmal Muskelmasse abgebaut, ja, um die Energiereservare zu erhalten. Ja, und dann, als das Mammut wiederkam, hat der Körper wieder umgeschaltet auf ey, fressen und dann hat man wieder zugenommen. Okay. Also dieses Auf und Ab das ist in der Geschichte des Menschen völlig normal. Das kennen wir schon. Ne? Das kennen wir schon. Das kennt der Körper vor allem. Jetzt muss es halt einen gesunden Weg geben, wo du es gerade sagst, mit diesen gesundheitlichen Zwängen zum Abnehmen. Ne? Es ist wirklich so, also ich merke das bei mir, und besonders meine Frau merkt das, dass ich nachts, nein, nicht das, was du jetzt meinst. Dass du nachts meinst, dass ich nachts still angehalten, dass du nachts. Dass ich nachts schnarche. Ja, ich schnarche. Und beim Schuhe zubinden, muss ich einen tiefen Hub Luft holen, wenn ich mich bücke, weil ich da unten keine Luft mehr kriege, wenn ich mich bücke. Ne? So. Das war früher halt auch alles anders. Ne? Und ich glaube schon, dass es auch Anzeichen sind, wo man sagt, okay, komm, hier könnte es gefährlich werden, wie du gesagt hast. Ne? Definitiv. Also das Schlafapnoe, das ist dieses Schnarchen nachts, das nimmt tatsächlich mit dem Körpergewicht zu. Also wenn du abnimmst, das weiß ich jetzt von meiner Frau, ist das Schnarchen wird dann tatsächlich wieder weniger. Ach, deine Frau war auch sehr dick, oder was? Genau. Ja, jetzt reiße ich ihn auch rein. Ist sorry. Egal, ja? Also, nein, von mir. Also ich bin der Abnehmkönig, habe ich ihm eben schon gesagt, also bevor wir aufgenommen haben. Er war's. Also, pass auf. Das heißt, dieses Schnarchen wird tatsächlich weniger, wenn du es schaffst, dein Gewicht zu reduzieren. Kann ich nicht mehr erklären, warum, ist aber Tatsache. Mhm. Also, je mehr Fett du hast, desto mehr Gewicht hast du. Hat wahrscheinlich was mit der Muskelspannung zu tun. Mhm. Dann lässt die nach und du schnarchst nach mehr. Und dieses Schlafapnoe, also dieses Atemaussetzen im Schlaf, führt dazu, dass wieder Gefahren entstehen. Das heißt, dass der Kreislauf wieder mehr arbeiten muss, dass du nicht richtig in den Tiefschlaf kommst, dass dein Blutdruck hochschießt, dass du also wirklich gefährdet bist. Das kommt noch dazu. Das ist der Schlafapnoe. Das ist ja nur die eine Seite. Ja. Die andere Seite ist, je mehr Masse du hast, desto mehr Masse muss versorgt werden. Also dein Blutdruck muss mehr arbeiten, dein Herz muss mehr arbeiten, um bis in die letzte Fettzelle hinein irgendwas noch reinzupressen. Ja. Ja. Das heißt, insgesamt ist dein Körper ganz anders gefordert. Wenn du mit einem Kilo 100 Schritte tust, sind das 100 Kilo auf die Gesamtmenge gesehen, die du schleppen musst. Ja, also auch das, die Knie, die Füße, die Hüften, all das unterliegt natürlich im Verschleiß. Das ist ja normal. Das ist ja das, was wir alle gelernt haben und wissen, dick sein ist schädlich. Aber, und das ist der Knackpunkt dabei, wir leben gerade in einer Zeit, in der das Ideal sehr auf Seiten des sehr dünnen ist. Ja? Das stimmt. Also, das wird ja durch gewisse Sendungen auch noch befeuert und so. Ne? Das ärgert mich auch mal sehr, wenn ich das sehe. Das ist der Knackpunkt. Also da ist das tatsächlich das Problem, dass dieses ganz dünn auch nicht gut ist. Ja. Und das, was wir als den Body Mass Index, diesen BMI bezeichnen, da bin ich immer wieder selbst entsetzt darüber, wenn ich feststelle, oh Gott, ich bin ja noch extrem adipös, ja, laut BMI, weil der sich wirklich nur nach Körperoberfläche und Gewicht richtet. Ja. Sonst nichts. Ja. Und das stimmt auch so nicht. Also es kommt aber wenn schon du sehr muskulös bist, hast du ja auch eine größere Körper. Ne? Ja, guck dir Arnold Schwarzenegger früher an. Der hat bestimmt einen beschissenen BMI gehabt. Yes, ne? Mit Sicherheit. Weil, abgesehen davon hatte der sehr früh einen Infarkt, einen Herzinfarkt. Der hatte mit paar 50 einen Herzinfarkt. Wird daran gelegen haben, dass auch sein Herzmuskel zu groß geworden ist und er dann natürlich auch ein bisschen aufgehört hat, verfettet ist, weniger Sport gemacht, der Herzmuskel nicht mehr richtig gearbeitet, das Blut und einen Herzinfarkt bekommen. Okay. Also auch dieses Risiko besteht. Ja. Ja, also zu viel Sport ist definitiv, oder falsch, zu viel Sport kann man so nicht sagen, übertriebene sportliche Betätigung über das Limit hinaus kann auch nicht gesund sein. Und seht ihr Leute, deswegen bin ich ein sehr, sehr vorsichtiger Mensch. Exakt. Ja, dafür trinkt er lieber einen.
Das Heben ist ja auch ein durchaus ein... Das einarmige Reißen ist durchaus nicht zu unterschätzen. Nee. Ja, wenn wir jetzt vom Thema Sport dann nochmal reden, was für einen Sport würdest du denn da empfehlen? Oder kann man überhaupt einen Sport empfehlen? Oder sagst du, das ist eh wurscht, Hauptsache du verbrennst halt ein paar Kalorien, ne? Also... Das ist dasselbe mit dem Abnehmen an sich. E-Wurscht ist nicht ganz richtig, aber ziemlich. Ja. Also alles, was nicht zu sehr belastend ist für den Körper. Also, ich persönlich finde Joggen echt kacke. Ja. Der Mann wird mir immer sympathischer. Ist auch nicht gesund. Ich muss was geben, ja, was man so im Sitzen machen kann. Das wäre toll. Ja, gibt's ja. Gibt es? Ja, daddeln. Du kannst daddeln. Das ist Daumenbewegung ohne Ende. Guck, die ganzen Kiddies nehmen alle nicht zu, ja, weil die nur daddeln. Du darfst halt nicht dabei essen. Das ist es. Und wenn ich 10 Jahre am Stück daddel, dann bin ich nachher schlank wie eine Gerte. Genau, weil du 10 Jahre nichts gegessen hast. Sieht echt kacke aus. Richtig. Aber egal, nochmal zurück. Sport, der gesund ist. Ja, ich glaube, der gesündeste Sport ist tatsächlich Nordic Walking. Nordic Walking? Ja. Okay. Sieht blöd aus. Ja, ich würde es selber nur sehr ungern tun. Warum empfiehlst du es dann? Weil es ganz viele normale Bewegungsabläufe in einem vereinbart. Also, der Mensch, 60.000 Jahre Entwicklung, bla bla, ist früher sehr viel rumgegangen. Ja? Wir sind noch mal gelaufen, logisch. Aber meistens sind wir gegangen, haben Futter gesucht, haben uns irgendwas angeguckt, sind von einem Platz zum nächsten gezogen oder haben gesessen und geschlafen. So, also scheint es doch unserer Körperstatur, nach den Bäumen runter sind und uns aufgerichtet haben, gut zu tun, zu laufen. Ist auch so, die Wirbelsäule, S-Form, gehen scheint gut zu sein. Wenn wir laufen, ist es aber jedes Mal ein Schlag auf unsere Hüfte, auf unsere Gelenke, auf unsere Knie, auf unsere Füße. Ja. Ja, deshalb rate ich davon ab, dass jemand, so wie du jetzt einmal anfängt, Marathon zu laufen. Haut erstens in die Knie, Hüfte, Gelenke, Füße, aber auch natürlich Kreislauf und sowas. Also da würde ich schon abraten. Beim Gehen ist das nicht der Fall. Wenn wir jetzt nur gehen, also ganz normal gehen, benutzen wir wunderbar unsere Unterkörper, bewegen die Beine ein bisschen und brauchen Energie, aber der Oberkörper wird nicht benutzt. Wenn wir das mit Stöcken machen, bewegen wir dabei auf unsere Arme. Das heißt, wir brauchen noch mehr Muskulatur und noch mehr Energie. Also sind die Stöcke gar nicht dafür da, damit man nicht umfällt, sondern damit man sie auch... Das kommt auf den an, der sie benutzt. Aber beim Nordic Walking meistens eher nee. Okay. Die sind aber auch zur Entlastung der Gelenke. Das heißt also, wenn du den Stock aufsetzt, entlastest du natürlich auch dadurch ein bisschen. Das heißt, in der Bewegung, die du benutzt, machst du nicht zu viel kaputt. Okay. Deshalb, ich glaube, es sieht wirklich ätzend aus, wenn man von hinten aufs Nordic Walker anguckt. Wow, wow, wow. ist so. aber ich glaube es tatsächlich, von dem Bewegungsablauf her und von dem, was man machen könnte, ist das Nordic Walking, so glaube ich, der gesündeste Sport. Okay. Andere Sportarten, Fußball, hochgradig gefährlich. Ja, ja. Also abgesehen davon, dass Fußball stinklangweilig ist und habt ihr die werde ich gar nicht träumen, über WM gar nicht zu reden. Aber jeden Montag habe ich hier irgendwelche jüngeren bis alten Männer sitzen, die entweder den Fuß kaputt haben oder sich eine Zerrung zugezogen haben vom Fußball. Kann nicht so gesund sein. Ja, okay. Ist auch durch diese schnellen Bewegungsabläufe, dieses schnelle Start, schnelle Poppen. Ja, ja. Ist wieder am Joggen dran oder am Laufen. Ja. Ja? Volleyball oder diese Kurzsportarten, Tennis, das sind immer so schnelle Bewegungen, Stoppbewegungen. Geht tierisch auf die Gelenke. Ja? Ja. Boris Becker ist ja heute ein Wrack, ne? Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe ihn letztens getroffen. Und nein, ich habe eine Doku gesehen über ihn. Und ich hätte jetzt ja fast gesagt, ich kenne ihn. Bitte? Promi-Doktor Kutscher. Kennst du Boris Becker persönlich? Ja, natürlich kenne ich Boris. Jeder kennt Boris Becker persönlich. Ach so. Der Bobbele. Haben wir doch alle gekannt. Der war doch unser Bobbele. Der hat doch für uns gespielt. Der hat für uns gewonnen. Nein, der hat nur für mich gespielt. Das glaube ich nicht. Ach so. Also für mich hat dann ja eher die wie hieß nochmal? Die Steffi, genau. Meine Steffi. Dein Steffi. Meine Steffi. Dein Steffi. Und wie hieß nochmal diese? Ey, sie hat schon mich gespürt. Wenn du deine Sprechstunde hier auf dem Flur hört, wie wir es Nee, egal. Aber auch da, nochmal zurück, Entschuldigung, ich will dich nicht unterbrechen. Nee, nee. Aber von wegen gesund, gell? Ja, ja. Auch Boxen kann nicht so wahnsinnig gesund sein, weil guck dir mal den, wie hieß er denn? Ach, Muhammad Ali. Guck dir den mal an, Cassius Clay, ja. Also ich glaube auch, von Sport ist toll. Geräte, dieses Gerätegestützte, was zurzeit schwer in ist, Fitnessstudios, ja? Mhm.
bin ich extrem gespalten in meiner Meinung drüber. Auf der einen Seite finde ich es total schön, dass man nachts dann in so ein Studio gehen kann und wenigstens was tun kann für sich. Mhm. Aber man kann unheimlich viel an sich kaputt machen. Wenn man das ohne Aufsicht macht. Ne? Exakt, jetzt, ja. Das ist es. Genau. Wenn man also keinen Trainer hat, keinen Personal Trainer hat. Ja. Wenn du so einen hast, mein Gott, dann siehst du auch aus wie Tom Cruise. Ja? Dann kannst du ja jederzeit trainieren. Und ja, ja. Wenn du aber für 12,50 Euro im Monat in so ein Studio gehst und da keiner ist, der dir weiterhilft oder auch die Geräte nicht ideal eingestellt sind, kann man mit dem Gymnastik an Geräten oder mit der gerätegesteuerten Aufbau, Körperaufbau unheimlich viel kaputt machen. Ja, das stimmt. Also ich denke mal, es gibt da auch so ein Zwischending. Also ich meine, zum Beispiel so ein normales Fitnessstudio, da sind ja auch Trainer dann, die dir noch helfen, die dir eine Erstanweisung geben, die dich dann unterstützen. Die laufen dann aber halt auch da rum und gucken, ob du falsch trainierst und korrigieren dann. Wenn sie das tun, ist gut. Also ich werde jetzt demnächst eins besuchen, da ist das, glaube ich, so. Aber es gibt da, wie du sagst, diese 24-Stunden-Klitschen. Ja. Entschuldigung, Klitschen. Klitschen ist gemein. Es hat auch eine Berechtigung, wenn man das richtig macht, ist ja nicht verkehrt. Ja. Ja, aber die Gefahr ist da drin, dass man. Genau, also wenn du musst, wenn du in sowas dich anmeldest, dann musst du vorher schon jahrelang unter Anleitung trainiert haben. Dann musst du wissen, wie reagiert mein Körper, wie trainiere ich falsch. Ne? Also man sollte eigentlich, wenn man sowas macht, schon mal über Sport wissen. Ja, also die ohne sportliches Wissen da hingehen, machen unter Umständen mehr kaputt, als sie gut machen. Ist so. Ja. Ja. Das glaube ich. Das ist zu den, weil das zurzeit schwer trendy ist. Jeder geht in so ein Studio und jeder hat sein eigenes Studio und naja, bin ich persönlich nicht so dafür. Ich finde immer noch, jetzt mal von gesund weg, es ist einfach viel schöner, durch den Wald zu gehen, ja, als sonst. Übrigens, der beste Sport ist Reiten. Jetzt mal Reitsport. Tatsächlich, Reitsport. Weil der Herr Kutscher ist nämlich auch noch passionierter Reiter, wie er mir verraten hat. Tatsächlich. Das jetzt ist mal ganz, verbrennt man da auch Energie? Ja, tatsächlich. Also nicht nur das Pferd tut was, sondern ist, also wenn man es richtig macht, ist das echt anstrengend. Okay. Ja, ist wirklich anstrengend. Und man ist gezwungen, sich auszubalancieren. Ständig. Man muss eine vernünftige Haltung haben. Ist halt tatsächlich ein sehr, sehr, finde ich persönlich, ein guter Sport, weil man auch noch dann den Kontakt zu einem Tier und sowas ist ja alles noch was dazu. Ja, klar. Das ist tatsächlich also die reiten. Aber auch da, wie immer, liegt der Devil im Detail. Das heißt, wenn man nicht aufpasst, kann man auch da sehr viel kaputt machen. Abgesehen vom Sturz. Ich habe tatsächlich ein paar Mädels, die so eine Haltung haben, ja, weil sie dann auf dem Pferd dauernd so gesessen haben. Oder die sich den Rücken kaputt gemacht haben, weil sie immer in den Sattel reinknallen. Nein, man wippt da ja immer so. Ne? Also auch da ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja. Es gibt kein Ideal. Wenn du abnehmen willst, gibt es keinen goldenen Weg. Weil, wenn es den gäbe, also es heißt, die eierlegende Wollmilchsau, abnehmen ohne Hunger, mit wenig Bewegung, ohne Anstrengung. Wenn es das gäbe, würde es und gesund, würde es jeder machen. Ja. Also allein schon die Anzahl, die Menge von verschiedenen Tipps und Tricks, wie man abnehmen könnte, zeigt eindeutig, dass es das nicht gibt. Und das ist ja Wahnsinn. Ich habe natürlich im Vorfeld schon ein bisschen recherchiert. Ne? Also wenn du mal guckst, wenn du alleine in Google mal Diät eingibst, das kannst du dir von vornherein vergessen. Was willst du denn von diesen 10.000, 100.000 Dingen angefangen bei hier Wattebausche mit Orangensaft, diese Wahnsinnsgeschichten? Bis hin zu Atkins gibt es, glaube ich. Dann gibt es hier Kohlsuppen, dann gibt es hier Dings. Also ist ja total verunsichert, was man macht. Ja, pass auf, das Prinzip, glaube ich, bei allen Diäten ist eigentlich gleich. Es geht darum, weniger Energie zuzufügen, als man zu dem Zeitpunkt braucht. Hm. Jetzt gibt es da auch zwei große Vertretungsmeinungen. Die einen sagen, es geht nur um die Energie. Das heißt, man nimmt pro Tag so und so viel Kilojoule oder Kalorien, Kilokalorien zu sich. Ja, und wenn man mehr zu sich nimmt, dann nimmt man zu, und wenn man weniger zu sich nimmt, man ab. Das geht also nur um Tag. Ja? Das heißt, wenn du weniger isst, egal wann, egal was, es geht nur um die Kalorien, nimmst du ab oder zu. Das war das, was ich in der Uni auch noch so gelernt habe. Es geht nur um die Kalorien. Mhm. Alles, was mit Tageszeit zu tun hat, ist völlig uninteressant. Mhm. Da geht man heute ein bisschen von weg. Das heißt, solche Diäten wie Trennkost oder Low Carb, also das ist das, was ich zum Beispiel gerne total drauf stehe inzwischen, diese Low Carb-Geschichten, die damit spekulieren, wann du was zu dir nimmst, die versuchen, diesen täglichen Rhythmus, diesen zirkadianen Rhythmus des Stoffwechsels mit zu integrieren in ihr Denken.
Und es scheint tatsächlich so zu sein, das wissen wir ja alle, nachts wird anders verdaut als tags. Der gesamte Kreislauf ist tagsüber wacher, man ist mit viel mehr Herzfrequenz dabei, der Blutdruck ist höher, nachts ist das alles reduziert. Das heißt, es scheint auch im Verbrauch doch zwischen Tag und Nacht ein Unterschied zu sein. Okay. Insoweit ist es durchaus logisch, Kohlenhydrate, die sehr schnell Energie liefern, eher tagsüber und nachts so gut wie keine Kohlenhydrate, ja, sondern eher Sachen, die langsam retardiert, die langsam aufgenommen werden und dann verbrannt werden. Also ich glaube, dass diese kohlenhydratmodifizierten Diäten sinnvoll sind, mhm, und dass bei mir das funktioniert. Aber auch die funktionieren nicht ohne Hunger. Also diese Vorstellung, boah ey, ich schlafe mich jetzt ohne irgendwelche Mühen, schlafe ich mich jetzt dünn, weil ich ja morgens meine 5 Nutella-Brote essen kann, weil Kohlenhydrate morgens egal sind. Mittags kann ich meinen Riesensteak und Salat essen und abends dann esse ich jetzt nur noch ein Steak, ja, ja, und dann boah, schlafe ich ja und nehme ab. Nein. Also es ist ja auch so, in meinem Fall jetzt, man kann, ich habe ja bei dir jetzt gerade gelernt, man muss immer den Einzelfall betrachten, es gibt ja keine Generallösung. Ja. In meinem Fall ist es zum Beispiel so, ich komme nach Hause, ich habe Hunger. Ja. Oh, da liegt ja eine Tafel Schokolade. Oh! Ja. Sieht man. So, das war's. Tschüss, viel Spaß auch hier bei Schokolade. Nein. Und dann fresse ich. Ne? Und dann diese Heißhungerattacken. Und ich meine halt auch ständig, boah, scheiße, ich unter Zucker jetzt gleich. Ne? Warum auch nicht. Also das kommt auch natürlich aus unserer Vergangenheit. Also diese Essattacken sind normal für den Menschen. Mhm. Menschen sind da eher wie Hunde, die schlingen, schlingen, schlingen. Ja, mhm. Also dieses Aufteilen von Nahrung liegt uns nicht in der Wiege. Sondern wenn wir Nahrung haben, nehmen wir sie zu uns. Ja. Und unser Körper stellt dann sofort um auf Aufbau von Fett. Weil Fett ist das, was man auf Dauer behält, ja, ja, um es in der Hungersnot zu verbrennen. Ja. Ja? Du weißt, es reicht, wenn ich jetzt ein Stückchen Schokolade esse, weil die Schokolade, die da liegt, jetzt mal abgesehen von meiner Frau oder deiner Frau oder was auch immer, wer da kommt und die weg isst, ja, bleibt normalerweise da liegen. Das weißt du, deine Großhirnrinde. Aber die tiefen Funktionen in der Tiefe deines Hirns sagen, ich muss diese Schokolade ganz aufessen. Ja, die Unterhose. Ja. Bis es ganz weg ist. Ja, ja. Und das gilt für die Chips, das gilt ja. Chips, Salz, ja, müssen wir zu uns nehmen. Süß geht immer, ja, unser Körper schreit danach. Ja. Und das ist der Grund. Wir können einfach nicht nur ein bisschen essen. Ja. Die wenigsten können. Ganz krass war es bei mir halt auch. Und ich glaube, da hat es auch angefangen, dass ich so maßlos dann auch gegessen habe und so schnell fang vom Tempo her. Ne? Ich war ja 8 Jahre bei der Bundeswehr. Und wenn wir da auf Manöver waren, ja, Entschuldigung, wenn wir da... Warst du ein Ponton? Ich brauchte das Geld. Ah ja, okay. Ja, und da waren wir auch mal so auf Übungen und so. Und jetzt guck mich nicht so an. Ja, ich kann weiter, ich höre. Und da war ich auch mal auf Übungen. Und wenn du dann auf so einer Übung bist oder beim Schießen draußen auf dem Schießstand, dann isst du ja dann, wenn das Essen da ist. Ja, klar. Und wenn du auf so einem Marsch bist, auf so einer Durchschlageübung, dann isst du dann, wenn was verfügbar ist. Und dann isst du natürlich auch, weil du denkst, oh Mann, ich krieg gleich nichts mehr. Ne? Dann schaufelst du, ne? Und läufst halt mit so einem Bauch durch den Wald. Da kommen wir direkt zu dem nächsten Gerücht, das ich persönlich gerne aus dem Weg räumen möchte. 5-mal Essen am Tag ist gesund. Nein, doch falsch. Gesund schon, aber nicht gut zum Abnehmen. Viele denken, oh, viele kleine Mahlzeiten ist besser als 3 große. Ja, rein theoretisch schon. Ja, also wenn wir Pflanzenfresser sind, dann laufen wir den ganzen Tag über die Wiese und fressen vor uns hin. Ja, wenn wir Fleischfresser sind, dann laufen wir den ganzen Tag über die Wiese und suchen Pflanzenfresser. Wenn wir sie haben, fressen wir mal viel und suchen dann lange Zeit den nächsten Pflanzenfresser. Menschen sind Mischkostler. Ja, also Menschen sind sowohl Fleisch- als auch Pflanzenfresser. Entschuldigung, nichts gegen Vegetarier oder Veganer. Doch, gegen Veganer schon. Aber egal, Menschen sind Mischkostler. Ja, das heißt, unsere Entwicklung ist darauf hinausgelaufen. Wir waren früher Jäger und Sammler und wurden dann langsam erst sesshaft und haben langsam erst eigentlich arbeitszeitbezogen so eine Teilzeitkost entwickelt. Also essen, arbeiten, essen, schlafen. Ja, das war so, das kam eigentlich erst sehr spät in der Entwicklung. Und da ist unser Körper gar nicht für gedacht. Also immer wieder ein bisschen essen ist an sich gesund. Weil sobald ich was zu mir nehme, schaltet mein Körper auf Fettaufbau. Ja, das heißt, er schüttet Insulin aus. Insulin ist der einzige Stoff, der die Fette im Depot hält. Das heißt, der dafür sorgt, dass Fette nicht abgebaut werden, sondern dass die Fette quasi aufgebaut, angelagert werden. Mhm. Wenn ich also morgens was esse
und dann auf einmal der Hunger kommt, dann sagt mein Körper, oh, die Insulinmenge geht runter, du musst wieder was essen, damit wieder Fett aufgebaut werden kann. Dann esse ich meine Zwischenmahlzeit um 10, schütte wieder Insulin aus und die Fettverbrennung stoppt sofort. Ja, das heißt, sofort wird wieder Fett aufgebaut, eingebaut in den Körper. Das heißt, wenn ich 5, 6, 7 Mal am Tag esse, komme ich gar nicht in die Hungerphase rein, die ich benötige, um Fett abzubauen. Und du willst ja schließlich Fett abbauen, richtig, und nicht Muskeln oder sowas verlieren. Und da fällt mir ein, was hältst du denn in diesem Zusammenhang von diesem Intervallfasten? Ja, unser Gespräch war so interessant, dass wir doch eine ganze Stunde gebraucht haben, bis wir alles bequatscht hatten, was zu bequatschen war. Deswegen könnt ihr euch den zweiten Teil nächste Woche anschauen, hier auf Shokibanoki New Television. Da klärt Carsten die Frage, die ich ihm gestellt habe zum Schluss, was er denn eigentlich von Intervallfasten hält. Und seid gespannt, wir haben noch andere Themen, die wir da besprechen. Und ja, danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal.